Die Sims-Community ist nicht nur innerhalb vom Spiel, sondern auch außerhalb mit Memes und lustigen Sims-Momenten extrem kreativ. Die besten davon gibt's jetzt. Ich habe mir jetzt einfach mal einen BuzzFeed-Artikel rausgesucht, in dem es genau darum geht, wie ich meinen Sims erkläre, dass sie vom Feuer weggehen sollen, weil sie sonst sterben. Meine Sims? Es ist aber wirklich so, die Sims haben manchmal wirklich die Angewohnheit, immer genau dahin zu gehen, wo es für die Sims richtig gefährlich ist. Vor allem in den Vorgängerteilen kam das bei mir super oft vor. Ist das dumm. bb.moveobjectson. Ganz ehrlich, da ist so viel Wahres dran. Bei mir kommt es im Spiel so oft vor, dass ich irgendwie Pflanzen nochmal so ein bisschen in die Ecke drapiere. Und dann, wenn ich fertig bin, drehe ich die Kamera und sehe, dass die Pflanze eigentlich komplett durch die Wand durchragt. Idee für die Sims 5, wie wäre es, wenn die Pflanze dann einfach abgeschnitten wird und man sie auf der anderen Seite von der Wand dann nicht sieht? Mein Sim hat einen Computer. Jeder andere Sim, mit dem ich rede, was ist das WLAN-Passwort? Ehrlich gesagt, mittlerweile ist es in die Sims 4 fast schon ein bisschen lächerlich, wie oft die anderen Sims, wenn sie zu Besuch sind, an unseren eigenen PC gehen. Wenn das jemand im echten Leben machen würde, würde ich ausrasten. Eigentlich total witzig, dass die Entwickler da scheinbar keine Regel dafür integriert haben, dass das als nicht angebrachtes Verhalten gilt. So ist es ja eigentlich auch, wenn man bei anderen Sims im Haushalt kocht. Warum dann nicht bei den PCs? Videospiele spielen führt zu Gewalt! Ich, der gerade an der 5. Generation von meinen Sims arbeitet. Ich finde, wenn man anderen Menschen von den Sims erzählt, klingt es eigentlich erstmal wie ein total friedliches Spiel. Aber so oft, wie die Sims irgendwo stecken bleiben, nicht das machen, was sie sollen, das macht mich schon sehr aggressiv. Und da entwickle ich dann auch schon mal eine kleine Wut, die ich in den Livestreams meistens zurückhalte. Aber wenn die Kamera mal nicht an ist, dann kann es bei mir schon ein bisschen lauter werden. Es geht mir manchmal echt ganz schön auf die Nerven. Kennt ihr das? Als kleiner Hinweis, bei Instant Gaming läuft aktuell noch mein Gewinnspiel, wo ihr ein Pack oder Spiel nach Wahl gewinnt. Könnt. Schaut dazu in der Beschreibung vorbei. Dort findet ihr auch allgemein bei Instant Gaming viele Spiele und Packs deutlich reduziert. Wirklich niemand. Die Ladebildschirmtipps. Denkt daran, an Türknäufen zu lecken, ist auf anderen Planeten illegal. Dazu sage ich nur, okay. Die Sims-Entwickler investieren erstaunlich viel Gehirnschmalz in die Ladebildschirme, so viele unterschiedliche Versionen, wie wir schon vom Ladebildschirm hatten im Spiel. Aber so oft, wie man den in The Sims 4 sieht, ist es gar nicht mal so schlecht. Wenn ich mal so bewusst drüber nachdenke, sehe ich einfach den Ladebildschirm in The Sims 4 öfters als so manch meiner Freunde. Hat jemand zu euch schon mal etwas gesagt und ihr spürt einfach die... Aber irgendwie finde ich das gerade einfach viel zu witzig, ich weiß auch nicht. Ja, obwohl Sims immer noch ein Spiel ist, schleichen sich auch bei mir manchmal in den Alltag so simlische Momente ein. Ich habe einige von den Trailer-Songs gerade bei An die Arbeit auch in meiner Spotify-Playlist, die höre ich ab und zu. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe manchmal so Momente, wo ich Objekte, die es im The Sims 4 Baumodus gibt, einfach irgendwie in echt sehe und irgendwie fällt mir das dann direkt auf. Eingehender Anruf, das Ende ist nahe, treffe Vorbereitungen. Irgendwie so witzig, man sieht ja eindeutig, dass das hier aus The Sims 1 ist und in The Sims 1 war der Humor allgemein irgendwie noch viel dunkler, als es so in The Sims 4 der Fall ist. Da hoffe ich allgemein wirklich so ein bisschen drauf, dass im nächsten The Sims Teil alles wieder vielleicht so ein bisschen dunkler und gemeiner wird. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil The Sims ja immer noch einen Teil der Zielgruppe hat, die relativ jung ist, aber es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ich, wie ich dabei bin, ein Haus bei meinen Sims zu bauen, es fehlt noch irgendwas. Das ist ganz eindeutig Pflanzen. Es ist aber wirklich was Wahres dran. Ich finde, mit Pflanzen kann man recht einfach so langweilige Bereiche im Haus der Sims irgendwie noch ein bisschen feintunen. Und auch in echt mag ich es eigentlich ganz gerne, wenn es mal so kleinere Bereiche gibt, wo vielleicht auch mehrere Pflanzen so beieinander stehen. Ich glaube, jetzt haben wir hier offiziell mein absolutes Highlight erreicht. Das Sims 4 Townie Starter Pack, dieser Körpertyp, Leggings unter jedem Outfit, irgendwelche komischen Ringe, komische Brillen, komische Augenbrauen, einfach alles komisch. Ganz ehrlich, wenn es nicht so krass traurig wäre, wäre es auch irgendwie witzig. Aus meinem Bauchgefühl heraus ist es nämlich bei The Sims 4 eigentlich nur so ein krasses Problem. In den Vorgängerteilen gab es ja in den Welten eigentlich schon immer genügend richtige Sims, die da gewohnt haben. Da waren es dann keine Zufälle generierten Sims. Aber eigentlich ist es auch ganz logisch, wenn das Spiel zufällig irgendwelche Sachen auswählt, ist die Wahrscheinlichkeit ja extrem hoch, dass sie überhaupt nicht zusammenpassen. Also, liebe Entwickler, für den nächsten Sims-Teil, ihr erstellt einfach entweder so ungefähr 200 ganz gut aussehende Sims, die dann einfach in der Welt rumlaufen können, oder ihr baut eine Option,
schon ein, dass einfach auch Sims aus der Galerie vielleicht im Spiel rumlaufen. Bitte aber auf jeden Fall mit einem Haken in den Optionen, dass man das auch ausschalten kann, weil wir wissen ja, in der Galerie gibt es auch manchmal so ein paar gruselige Sims. Ich glaube, bei den Beiträgen waren jetzt auf jeden Fall schon ein paar Banger dabei. Wenn euch mein kleines Meme-Showcase zu den Sims gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.